Die heilige Weihnachtszeit, erster Teil. Wenn der Städter über Feiertage etwas Sicheres wissen will, so muss er sich bei den Bauern anfragen. Der städtische Arbeiter genießt den Feiertag, ohne viel darüber nachzugrübeln. Der Bauer, der sonst nicht gerade gewohnt ist, den Grund und Zweck der Dinge zu erfassen, will jedoch wissen, warum er rastet, in die Kirche geht oder sich einen Rausch antrinkt. Er hat seine Feiertagswissenschaft und seine Feiertagsstimmung. Ich will von mir nicht reden, sagt man, wenn man von sich selbst zu reden beginnt. Allein um das zu sagen. Ich war, solange mich die Bauernfeiertage noch etwas angingen, ein gar radikaler Patron. Mir waren der Kirchenkalender und darin die einzelnen Feste chronologisch zu sehr verschoben. Ich wollte, dass das kirchliche Jahr und das Sonnenjahr gleichen Schritt halten sollten, wie es auch gehört, wenn Himmel und Heiland miteinander harmonieren wollen. Da die Sonne nun aber einmal nicht nachgibt, so sollte die Kirche nachgeben. Sie hätte, wie ich einmal gelesen, ihre größten Feste ohnehin auf willkürliche Tage gesetzt. Und wenn am 22. Dezember, als an dem Tage, da die so tief gesunkene Sonne ihre Umkehr hält, schon der Advent nicht beginnen will, so hätte ich es mindestens gern gesehen, dass am selben Datum der Christtag gewesen wäre. Daran hätte sich ohne Einschub schicksam gereicht, alle Feste, die sich auf die Kindheit Jesu beziehen, als das Fest der Beschneidung, der Opferung der heiligen drei Könige, der unschuldigen Kinder und so weiter, so dass wir mit den Weihnachtsfeiertagen bequem vor dem Fasching fertig geworden wären. Nach derselben Fortsetzung alle weiteren Feste, mit denen man bis Ende Juni zu Rande gekommen sein würde. Die zweite Hälfte des Jahres könnte den heiligen Festen gewidmet werden und das Durcheinander wäre einmal nicht Not. Und die Richtigschiebung der Zeit könnte auf die einfachste Weise bewerkstelligt werden, wenn man 40 Jahre lang den Schalltag aus dem Spiele ließe. Durch das zehnmalige Wegfallen des Schalltages wäre das bürgerliche Jahr um 10 Tage verrückt und fiele mit dem Sonnenjahr zusammen. Habe diese Reformpläne auch richtig einmal meinem Beichtvater, dem guten alten Pfarrer Johann Plesch im Katrain am Hauerstein vorgelegt. Dieser meinte, wie er die Gelehrte und auch die katholische Kirche kenne, würden sie auf eine solche Änderung nicht eingehen wollen. Es hätten die Franzosen einmal bei einer großen Revolution mit Feuer und Schwert die Sonn- und Feiertage verlegt, wäre doch aber schließlich die heilige Kirche mit ihrem alten Brauch Herr geblieben. So sollte ich als einfältiger Bauernbub von solchen Sachen hübsch still sein. Sonach beschäftige ich mich heute mit dem, wie es ist und nicht mit dem, wie es sein sollte. Die Weihnachtszeit hebt, wie die Weltgeschichte überhaupt, mit Adam und Eva an. Diese, unsere lieben Eltern, haben dem Kalender nach dem 24. Dezember ihren Namenstag. Daher könnten schlechte Christen die Weihnachtsgeschenke auch so auslegen, als ob man am Tage ihrer ersten Eltern, als am Erinnerungstage ihres eigenen Entstehens, die Menschheit mit Liebesgaben sich selber gratulieren. Weil ihr in der Tat zu gratulieren wäre, wenn sie sich täglich so benehme wie am Weihnachtsabende. Die eigentliche Weihnachtsvorahnung beginnt mit dem Nicolo und vollends mit der Thomasnacht. Die Christnacht und die Silvesternacht sind die Nächte der fragenden Jungfrauen. In der Thomasnacht werfen sie ihre Schuhe nach der Kammertür. Bleiben die Schuhe so liegen, dass die Spitzen in die Kammer weisen, so kommt im nächsten Jahr ein Bräutigam. Stehen die Schuhspitzen gegen die Tür, so kann auch einer kommen, geht aber wieder fort. In der Christnacht tragen die Jungfrauen von Holzgelass einen Arm voll Scheiter ins Haus. Sind die Scheiter paarweise, heißt das, in gerader Zahl, so wird im nächsten Jahr geheiratet.
In der Neujahrsnacht endlich soll beim Bleigießen ein Figurlein die Hoffnung bestätigen. Das liebe Dirndl in Hofreiterhofe, die Schuhe versprachen ihn, die Scheiter versprachen ihn und das Blei ließ die günstige Auslegung zu. Er kam, sie saß ihm auf und blieb sitzen. Jetzt weiß man nicht, sind die Männer nichts nutz oder die Gebräuche. Das heilige Schauen, das am Christabend durch die Welt geht, empfindet auch der Bauer. Auch ihm wird warm. Ist doch so, als ob an diesem Tage die Naturgesetze andere geworden wären. Fast bangt man um das Gleichgewicht der Welt, dass so plötzlich alles Freude ist und überall die Caritas herrscht. Zum Glück ist der Tag bald vorüber, denn großen Feste ducken sich St. Stephan und Johannes. Der Erstere will als Erzmärterer an der Weihnachtsfeier Anteil haben. Der Letztere beruft sich auf seine besondere Freundschaft mit dem Heiland. Der Erstere macht sie bei den Bauern durch sein Stephaniwasser wichtig. Der Letztere weiß sich mit dem Johanneswein einzuschmeicheln. Aber zu dem eigentlichen Weihnachtsgefolge gehört keiner von beiden. Erst der unschuldige Kindertag ist wieder echt. Er bringt in den süßen Weihnachtsfrieden die schreckbare Kunde von dem Kindermassenmord des Herodes. Das Volk feiert dieses Gedächtnis durch Rutenstreiche, mit denen eins das andere am Morgen des 28. Tages im Dezember unter den Worten »frisch und gesund« aus dem Bette peitscht. Nach dem unschuldigen Kindern kommt ein heiliger Thomas, geborener Londoner, ein Bischof zu Candenberg, der sich so wacker und unbiegsam den Staatsgesetzen seines Vaterlandes widersetzen hatte, dass ihn die Kirche heilig gesprochen. Unsere Bauern nenne man Thomas Windfeier und sagen, wenn sie an diesem Tage nicht arbeiten, so werden sie im kommenden Jahre von kalten Winden und Stürmen verschont bleiben. Sie machen daraus den 5. Weihnachtsfeiertag. Der 6. folgt ein aus dem Alten Testament, ein berühmter Poet und Saitenspieler, der liebenswürdige König David. Der alte Herr hat in der Tat auch ein Recht, Weihnachtsbesuch zu machen bei dem Kinde, das er seinem, dem Geschlechte Davids, entstammt. Heiligenlegenden und antisemitischer Kalender ignorieren den Alten und protegieren an diesem Tage die heilige Witwe Melania. Von dieser Witwe steht in der Hauspostille des Bauers Rahab schon zu lesen. Sie war eine reiche Römerin, aus Liebe zu Gott etwas störrig gegen ihren Mann, bis sie dann beide ins Kloster gingen, wo der Gatte bald starb. Melania sich jedoch den göttlichen Wissenschaften hingab und mit großer Beredsamkeit der Frauen gegen die Irrlehren kämpfte. Von so einer muss der jüdische Harfenist freilich zurückstehen. Endlich ist Silvester da. Dieser Mann war bekanntlich römischer Papst. Er hatte stark mit den Juden zu kämpfen. Ich erinnere mich an ein Geschichtlein. Eines Tages brachten die Juden einen wilden Ochsen zu ihm und sagten, der Name ihres Gottes sei so groß und schrecklich, dass, wenn sie selber dem Ochsen ins Ohr sagten, dass die auf der Stelle tot zusammenstürzen müsse. Der Papst ließ es auf eine Probe ankommen. Und in der Tat, der Ochse fiel bei der Nennung des Judengottes um und war tot. Nun sagte der Papst Silvester, wenn der Name eures Gottes so schrecklich ist, ein Tier zu töten, so ist der Name des meinen so mächtig, es wieder zum Leben zu erwecken. Er rief das Wort aus und das Tier wurde wieder lebendig. Indes hat Silvester seiner großen Berühmtheit weniger dieser Auferweckung zu danken als dem Umstand, dass er der Schlusswart des Jahres geworden ist. Das ist aber beziehungsweise seit kurzer Zeit erst im Jahre 1583, also vor 300 Jahren, hat der gregorianische Kalender im katholischen Deutschland Eingang gefunden, wonach Silvester als Torschließer angestellt wurde und als solche mancherlei Gratifikation bezieht.
Das Neujahrfest ist der achte in der Reihe der Weihnachtsfeiertage. An diesem Tage schiebt der Bauer seinem Vater unser folgenden Satz an. Will Gott bitte um ein glückseliges neues Jahr und dass es verflossene Jahr glückselig geschenkt hat, Dank sagen. Der Kracher Martin aus den Niederlanden ist so gottergeben zufrieden, dass er, als ihm in einem Jahr ein reicher Oheim, zwei Weiber und eine Schwiegermutter starben, in dem Satz des darauf folgenden Neujahrsgebetes »Sie verflossene Jahr glückselig schenkt hat Dank sagen« nicht eine Silbe änderte. Nun kommen vier Werktage, die aber, weil sie noch in der Weihnachtszeit liegen, eine gewisse Ausnahmestellung genießen. Es soll in denselben weder gedroschen noch gesponnen werden. Der Abend des 5. Jänner gebärdet sich, als ob mit ihm das hohe Fest vom Neuen beginnen wollte. Wie am Christ- und am Silvesterabend, so geht der Bauer mit dem Weihrauchgefäß und den Springwedel durchs Haus und Hof. Nur der Unterschied, dass er diesmal mit der Kreide an jeder Tür und jedes Tor drei Kreuze zeichnet. Und auf die Türstirne seiner Stube oder auf den Trambaum folgende Zeichen malt. C plus M plus B. Mancher, der leider selber nicht kann, entlehnt sich irgendwo einen Schriftgelehrten, dem die heiligen drei Könige aufschreibt. Mich ließ eins für dieses Geschäft unsere Nachbarin, die alte Regelbergerin, holen. Nun war im Hause ein Stück Kreide von der Größe einer Erbse, so dass ich es kaum zwischen den Fingern zu halten vermochte. Das C und das M gelang mit Mühe. Dann sprang das weiße Körnchen plötzlich ab, verkollerte sich auf dem Flitz und war nicht mehr zu finden. Was jetzt? Ich zeichnete das B mit einem Stück Holzkohle. Die Regelbergerin erschrak, denn gerade als Schutz gegen den Schwarzen hatte sie sich die heiligen Zeichen machen lassen. Fragte ich denn, ob sie diese Sache je mit besseren Schick und Sinn ausgeführt gesehen, ob sie nie etwas davon gehört, von den heiligen drei Königen, der eine, der Balthasar, ein Mohr gewesen. Der Ausspruch hat mir ein Stück Kletzenbrot eingetragen. Was weiter war, weiß ich nicht mehr. Wenn ihr brave Kinder wärt, meine lieben Leser, ich würde euch viel Anmutiges erzählen von den heiligen drei Königen. Es sollen, sagt eine Auslegung, nicht sowohl Könige als Weise gewesen sein, aber man hat erwogen, dass man vor dem Volke mit goldschimmernden Königen mehr Ehre einlegt als mit Weisen. Der Prophet Balaam hatte einst gesagt, es wird aus der Reiche Jakobs ein Stern aufgehen, und der wird einen mächtigen König bedeuten über Juden und Heiden. Hierauf stellten die Heiden Wächter auf den Berg, den Stern zu erspähen, und diese wachten 1500 Jahre. Aber in einer Nacht, da von der Wüste der warme Hauch heranwehte und aus der Ferne das Meer rauschte, schliefen sie ein. Da ging der Stern auf. Das kündete sie den Ländern, und hierauf machten sich drei Könige auf den Weg, den Stern zu suchen. Es war nächtig, und der Stern zuckte vor ihnen über den Erdboden dahin. Und weil sie Weisen waren, so gingen sie dem neuen, unbekannten Lichte nach, Tage und Tage lang. Es gesellten sich ihnen auch andere Könige und Herren bei, mit großem Gefolge, bis sie in die Stadt Jerusalem kamen. In dieser Stadt sprachen sie beim Herodes vor, fragend, wo der große König sei, auf den der Stern deute. Der Judenkönig hörte die Gäste mit Prunk und antwortete, der große König sei er selber und einem anderen kenne er nicht in diesem Lande. Sie möchten aber suchen, finden sie einen, der größer wäre als er, so sollten sie es ihn wissen lassen. Dann sei er
der Erste, der sich neige. Sie wanderten weiter. Der Stern glühte über die Auen dahin und stand still über einem Dache, das eine reisende Handwerksfamilie barg. Und ein Kindlein war da, in der größten Armut und der Bedürfnislosigkeit, und hatte helle, freundliche Augen. Die Könige, da sie müde waren und nicht mehr hoffen konnten, den Gesuchten zu finden, legten ihre besten Gaben dem Knabe hin. Aber die armen Leute sagten: Wozu brauchen wir euer Gold, eure Weihrauch, eure Myrrhen? Die Erde ist unser Bett, der Himmel ist unser Hut. Dieses Kind, welches so halblos ist, dass wir es auf das Heu des Rindes legen mussten, ist nicht gekommen zu empfangen, es ist gekommen zu geben. Da flüsterten die Könige zueinander: Wir haben ihn gefunden. Lass es uns eilig dem Herrn Bruder melden. Einer von ihnen, der schwarz an Farbe war, gab die Meinung ab, Herodes scheine nicht dazu angetan, sich in seinem Lande vor einem anderen zu beugen. Er würde klug sein, ihm das Kind nicht zu verraten. Sie kehrten auf anderem Wege in ihre Länder zurück. Herodes hatte trotzdem erfahren, dass sich unter den kleinen Kindern zu Bethlehem eines befinde, das nach der Weissagung der Juden größter König werden würde. Und da es ihm nicht gelang, dasselbe herauszufinden, so ließ er ihn und um Bethlehem alle Knaben ermorden. Schlafte oder weinte oder belächelt ihr den Erzähler? Ach, ihr habt die Botschaft schon allzu oft und in allzu absichtlicher Weise gehört, um die göttliche Lieblichkeit und wilde Größe, die darinnen liegt, noch zu empfinden. Von den drei wirklichen Weihnachtsfesten, der Geburt, der Beschneidung und der Erscheinung der Könige, birgt das Letztere den grandiosesten Inhalt, die unbegreiflichsten Wunder. Warum kamen die mächtigsten Herren und knieten vor dem armen Kinde? Weil sie weise waren, als ob sie wussten, dass sich im Wohlleben und Prunk kein Gottmensch entwickeln kann. Dass die Armut und die Einsamkeit und die Verlassenheit und alles Liebe und alles Leid des Volkes dazu gehört, einen groß angelegten Menschen zu einem Heros und Erlöser zu machen. Wenn ich wieder einmal auf der Tenne stehen sollte und den Korngaben predigen, wie einst als 10- bis 14-jähriger Junge, da ich den Strohköpfen die Weihnachtspredigten hielt, bis mir unser Knecht Markus einmal im Vertrauen mitteilte, ich sei der schönste Pfaff für die Hauskapelle in einem Narrenturm, wenn ich wieder einmal vor den Strohköpfen predigen sollte. Kein Mensch kann's wissen, was ihm bevorsteht. Ich wollte die Geschichte von den drei heiligen Königen und ihrem Stern so verwegen ausspinnen, wie ich es an dieser Stelle nicht tun darf. Am zweiten Tage nach Heiligen Drei König ist das Gedächtnis des heiligen Erhard, der im steirischen Mannelkalender mit einem Bischofsstabe und einer Holzaxt angedeutet steht. Die Legende erzählt, dass das Holzaxt das Marterwerkzeug wäre, mit welchem der heilige Bischof getötet worden sei. Aber der Bauer weiß es, dass Sankt Erhard die Axt hat und damit endlich die Weihnachtsfeiertage abzuhaken, nachdem solche mit leichten Unterbrechungen zwei volle Wochen gedauert haben. Andere Auslegungen sind, dass Erhard mit der Axt die eingeeisten Mühlräder enteisen und dann in den Wald Brennholz hacken gehen will. Und so ist Werktagzeit geworden. In der Kirche klingt die Weihnachtsstimmung noch bis Maria Lichtmess fort. Hier außen tobt der Karneval. Wer nicht arbeitet und nicht betet, der mag tanzen. Der Erdboden ist eingeölt, der Himmel drückt ein Auge zu. Und mich wollen jetzt, da ich diese Betrachtung beschließe, die Posaunen haben und die Frommen, beide, um mich zu verbrennen. Ich entschlüpfe den geringen Krallen wie ein Schmetterling. Ich liebe die Blumen.
Und die Holde, die selige Weihnachtszeit mit ihrem heiligen Mythen ist eine Blume mitten im Winter des Jahres und des Lebens. Eine Blume, die an meinem Busen blühen möge, wenn ich freie und wenn ich sterbe. Oder weiß einer von euch Frommen und Brausaunen im Himmel und auf Erden Schöneres zu denken als eine junge, keusche Mutter mit dem Kinde, als ein Kind, das mit dem Fleisch gewordenen Wort »Tue Gutes denen, die dich hassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst« die Welt erlösen will?